Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel will Rüstungsexporte restriktiver handhaben. Und er macht wirklich ernst. Er hat es nach der Wahl verkündet, jetzt macht er ernst. Rüstungsexporte viel restriktiver handhaben, macht er jetzt. Sein erstes Opfer, die Rüstungsfirma Rheinmetall. Die wollten eigentlich in Russland ein Gefechtsübungszentrum bauen. Hat Gabriel jetzt verboten. Jetzt müssen sie dort einen Minigolfplatz bauen. Was das aber für Konsequenzen hat, welche menschlichen Härten mit diesen Exportbeschränkungen verbunden sind, das macht sich ja keiner klar. Wir schon. Wir haben ein Herz für die Waffenlobby und begrüßen den Vize-Ersatzpressesprecher der deutschen Waffenindustrie, Thorsten Sträter. Na, schönen Dank. Ich danke Ihnen. Liebe Bürger, liebe Bürger, zuerst einmal, wir sind nicht die sogenannte Waffenlobby. Was soll das sein? Eine Empfangshalle, in der zur Dekoration Gewehre hängen? Wir von der deutschen Waffenindustrie sind eine Vereinigung von seriösen Metallfabrikanten, deren beliebte Erzeugnisse Bumm machen können. Wir verkaufen unsere liebevoll montierten Produkte in alle Welt. Sigmar Gabriel hält uns allerdings für den Teufel. Mit welchem Recht? Er meint, er möchte kein Geschäft mit dem Tod unterstützen. Dann soll er Gunther von Hagens Körperwelten zumachen und halbe Hähnchen verbieten. Liebe Menschen da draußen, glauben Sie uns. Wir nehmen unseren Auftrag ernst und fertigen Wehrtechnik höchster Qualität. Made in Germany. Nur selten erreichen uns Briefe wie dieser. Sehr geehrte Damen und Herren, ein Kollege von mir hier im Jemen hat ein Gewehr von Ihnen, dessen Abzug ein bisschen schwergängig ist. Jetzt will seine Witwe wissen, ob man die Waffe einschicken muss oder ob sie ein Tauschgewehr erhält. Selbstverständlich schicken wir Ihnen Ersatz. Nötigenfalls so lange, bis es in der betroffenen Region mehr Waffen als Menschen gibt. Klar, die Geschäfte laufen. Und nun kommt ein Sigmar Gabriel daher und möchte uns den Hahn zudrehen. Das ist alles so lächerlich. In Ostwestfalen darf ein Muslim nicht Schützenkönig werden, weil irgendeine Satzung im Kleingedruckten festlegt, dass nur gute Christenmenschen mit ihrer Else auf die Kutsche klettern dürfen. Wir aber sagen, egal wer du bist, woher du kommst und ob es um einen Holzadler geht oder um ein Gebiet, das du gerne hättest oder ob du vielleicht alle anderen Religionen außer deiner irgendwie nicht gut findest, wir haben die Lösung. Und meistens macht sie Peng. Sie alle, wie auch Herr Gabriel, haben ein völlig falsches Bild von uns. Wir sind karitativ tätig. Als Beispiel möchte ich nur den Heckler- und Koch-Kindergarten in Salzgitter nennen. Deutschlands einzigen unterirdischen Hort. Hören Sie auf, ich frage Sie. Was wäre eine Welt ohne Waffen? Stellen Sie sich nur Clint Eastwood vor, der versucht, mit einer Salatgurke zu schießen. Wir sind ja alle eine große Familie. Voller Menschlichkeit und Humor. Liebe Menschen, wussten Sie zum Beispiel, dass wir extra Leute beschäftigen, die witzige Sprüche in Geschosse gravieren? Zum Beispiel, wer das liest, ist Pathologe. Ja, sicher ist das lustig. Sie sehen, wir sind Menschen wie Sie. Zum Schluss möchte ich Ihnen deswegen den im Oktober erscheinenden Lyrikband der Wehrtechnik ans Herz legen. Er trägt den Titel Pazifisten sind nur zu doof zum Schießen. Ja, bitte. Er kostet 9,95 Euro. Hier ein kleiner Vorgeschmack. Unsere Ware rockt total. Wir haben immer eine Kugel im Lauf. Logo, da gibt's noch diese Moral, aber für Knete kacken wir drauf. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.